Mahlzeit, ich glaube wieder hier heute, wieder mit einer kleinen Zusammenfassung. Diesmal kürzer, weil die Tage weniger waren, aber es gibt wieder ein bisschen was zu erzählen. So, folgendermaßen, also wir haben jetzt den Typen, den ich letztens erwähnt hatte als Map-Leader, was ich selbst so als so dargestellt hat oder so als solcher ernannt wurde, weiß ich jetzt nicht, war nicht so häufig da. Ja, der wurde mittlerweile rausgeschmissen, er hat letzten Endes, das war vorgestern oder vorvorgestern, also die Zusammenfassung ist jetzt von ungefähr 3 Tagen hier. Er hat einfach alle beleidigt. Eigentlich hat er die ganze Allianz, ich habe das noch mitbekommen, weil auch der Ali-Chef ja ihn letztendlich rausgeschmissen hat und noch eine Mitteilung geschickt hat. Er war sehr, sehr unhöflich und ist ja wieder vollkommen abgedreht und so und hat letzten Endes nicht nur Unruhe gestiftet, sondern hat die ganze Allianz auch als unfähige Penner bezeichnet und hat dann darum gebeten oder rausgeschmissen zu werden. Das wollte der Allianzchef aber erstmal nicht, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht wieso, frag mich nicht. Also ich habe ihn nicht drauf angesprochen. So, nachdem er ihn dann aber auch noch persönlich beleidigt hat, also der eine Typ, der Pseudo-Map-Leader, unser Allianzchef gesagt, okay, was war jetzt, leck mir am Arsch. Ne? Und hat ihn dann doch rausgeschmissen. Ich habe ihm gestern noch gesagt, ich war gestern noch drin, habe ein bisschen mehr gemacht und so. Das ist übrigens das Gameplay, was jetzt hier zu sehen ist und nebenbei. Und da komme ich auch noch gleich drauf zu. Das ist jetzt eigentlich nur so als Untermalung, damit jetzt irgendwas ist, weil ich habe einige Sachen, die ich jetzt anspreche, irgendwie nicht aufgezeichnet. Aber ich zeichne nicht alles ununterbrochen auf hier, ne? Und ich habe ihm nur jedenfalls gesagt, ich wusste, dass er so komplett durchdreht, dass er ja einfach nicht mehr tragbar ist, ne? Und ich meine, ich habe mich eh gewundert, dass er ihn so lange drin lässt. Ja. Aber gut, er hat sich gesagt, also unser Ali-Chef, okay, man kann auch mal Zwist irgendwie überwinden oder so, aber das war jetzt wirklich der Sargnagel für ihn. Und ja, dann ist er jetzt entfernt worden. Ich habe auch gesehen, er akzeptiert keine Allianz-Einladung. Ich habe das nur mal nachgeguckt, ich wollte einfach mal sehen, wo er jetzt unterwegs ist. Ich habe gesehen, er ist dann gar keine Ali, er akzeptiert auch keine Allianz-Einladung. Und ich wusste es ganz genau, weil der Typ ist einfach nicht mehr normal in der Birne, ist wirklich so. Also entweder war er wieder besoffen, weil offensichtlich scheint er, wenn er säuft, scheint er richtig arschlochmäßig zu sein. Aber er war auch zwischendurch mal ab und zu mal ein bisschen neben der Spur. Oder er hat psychische Probleme, aber weißt du, dann sollte er so ein Spiel nicht spielen. Letzten Endes geht es einfach nicht, dass er alle beleidigt. Und das hat der Allianz-Chef auch darauf angesprochen, dass er sich wieder selbst hervorhebt, als wäre er der Leistungsträger ohnehin. Ne? Dabei haben wir, er wäre niemand, er wäre ein Nichts ohne all die anderen. Er würde nichts schaffen. Ja, er kann ja jetzt mal versuchen, Basen einzunehmen. Das wird er nicht schaffen, weil immer wer auf diese Basen guckt, er ist einfach ein Niemand ohne jemand, ohne all die anderen. Ja, aber er hat sich nie bei dem bedankt. Ja, nur zwischendurch, nur wenn es mal gut lief. Aber wenn irgendwas nicht lief nach seinem Geschmack her, dann hat er sowieso wieder angefangen, Leute zu beleidigen und so weiter und so fort. Und der Typ ist so besessen von diesem Spiel. Ja, der muss ja, ich weiß, dass er der war schon ein bisschen älter, aber noch nicht im Rentenalter, ne? Also so etwas über 50 oder so. Und also ich weiß nicht, kann mir kaum vorstellen, dass er selbstständig ist, weil so oft wie der in dem Spiel gegammelt hat und so wirklich geisteskrank besessen er von dem Spiel war. Ich habe echt gedacht, das ist so ein Hartz-IV-er, der einfach den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hat. Also außer hier dumme Sprüche zu klopfen und die ganze Zeit rumzugammeln. Aber wie gesagt, weiß ich nicht. Ist mir auch mittlerweile eigentlich egal, jedenfalls wurde er entfernt. Ja, viele hatten von ihm auch die Schnauze voll und jetzt kommt nämlich das Nächste. Einer wird auch die Allianz verlassen, weil ihm das auch zu viel war. Vorher wurde einer rausgeschmissen, dann einen Tag später wurde noch einer rausgeschmissen, weil das der zweite Account von dem Typen von davor war, der rausgeschmissen wurde, also von dem Tag davor, falls ihr es nachvollziehen könnt. So, und der Allianzchef, ich gebe nur wieder, was er gesagt hat und ich werde das auch nicht in Frage stellen, da ich einfach das nicht so ganz mitbekommen habe. Der ist davon ausgegangen, dass der Typ ein Spion ist, beziehungsweise jemand ist, den wir schon mal rausgeschmissen haben und dann war noch ein anderer Account von ihm war. Ja, und dann hat er sozusagen halt noch den zweiten Account rausgenommen und er meinte, der Typ liest den Chat mit und immer wenn, komischerweise, wenn wir irgendwo angreifen wollen, sind da irgendwelche online, obwohl sie 5 Minuten vorher oder 2 Minuten vorher nicht da waren. Also ist wohl echt ein bisschen schräg gewesen und der, den hat er rausgeschmissen. Komischerweise war der, so wie mir das mitgeteilt wurde, der jetzt rausgehen möchte, beziehungsweise resetten möchte. Er möchte resetten. Der war da wohl irgendwie erschüttert drüber und hat das nicht nachvollziehen können. Und irgendwie haben die sich wohl gut verstanden und er fand das jetzt nicht so gut. Und ich denke, er hat aber was mit diesem geisteskranken Map-Leader zu tun, mit dieser Geschichte, dass er gesagt hat, pass auf, er hat ja geschrieben gehabt, er will nur Spaß im Spiel haben. Ja. Und nicht hier, aber der hat er einfach nicht mehr. So, in den letzten Tagen schon mal gar nicht. Aber er hat sich dann bedankt für die Zeit zusammen und ja,
wollte wohl die Allianz verlassen, aber ich glaube, er resettet einfach und verlässt dadurch dann ja die Allianz. Wenn man resettet wird oder resettet, wie auch immer, dann verliert man, verlässt man automatisch ja die Allianz. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich selber habe gar kein Problem mit ihm. Ich würde auch gar nicht gehen. Aber es ist irgendwo zu viel. Einfach zu viel Stress in zu kurzer Zeit jetzt gewesen. Und er fängt wohl lieber neu irgendwo an und er macht dann sein eigenes Ding vielleicht. Entschuldigung, seine eigene Allianz auf oder hat dann einer bei. Aber gerade das auch mit diesem, ich nenne ihn jetzt Map Leader, für mich war keiner jetzt am Ende, aber mit diesem Map Leader, ne? Ich glaube, das hat ihn auch so gestresst und dann auch, dass jemand rausgeschmissen wurde, mit dem er sich vielleicht gut verstanden hat, auch wenn es ein zweiter Account von vermeintlichen Spion ist oder so. Ja, kann anstrengend sein, aber ich habe ja letztens schon gesagt, das kommt in den besten Familien vor. Ich kenne auch eigentlich keine Ali, gut, ich kenne jetzt nicht so viel, aber von den Gesprächen von anderen, wo nicht mal irgendwie auch mal die Kacke am Dampfen war, wo ja persönliche Probleme mit anderen waren, ich sag mal zwischenmenschliche Probleme, kommt halt alles mal vor. Kann man einfach nicht ändern. Ist halt so, eigentlich ist es jetzt wieder ruhiger. Ich glaube, der Allianzführer, der ist auch froh, dass diese Probleme jetzt erstmal gelöst sind. Ob der andere jetzt wirklich resettet und dann weg ist, weiß ich nicht. Aber auch da müssen wir dann halt einfach weitermachen. Auch das werden wir irgendwie überleben. Und ich meine, es gibt Alis, die bestehen nur 6 Leuten und die sind auch unter den Top 100 oder unter den Top 50. Und die halten auch zusammen. Und ich meine, ich werde hier auch bleiben. Also, solange wie es geht, werde ich hier bleiben und auch nicht vor, wirklich zu gehen. Und ja, ansonsten, was haben wir sonst noch gemacht? Ja, wir haben da wurde eine Basis angegriffen, wo ich von ziemlich weit oben, ich meine, der Weg war jetzt nicht extrem weit, aber von ziemlich weit oben runter musste und ja, konnte nur eine Truppe Breeders hinschicken, war halt auf der zweiten Map. Und ich habe da jetzt noch nicht so viel Zeug gehabt und ja, habe es gerade noch geschafft, da hinzukommen, habe die aber auch leider relativ schnell verloren. Trotzdem haben sie aber auch ebenso schnell die Basis eingenommen, weil da unheimlich viele Züge waren und Züge machen ja so schön viel Schaden und das sieht man ja auch ein bisschen im Gameplay hier. Und das war eigentlich auch echt cool und dann wollte keiner diese Basis haben. Ich wollte sie eigentlich auch nicht nehmen, weil ich diesen Monat keine weitere hier nehmen wollte. Ehrlich gesagt, oder vorerst nicht, aber dann hat sich keiner gefunden, der die nehmen wollte. Jetzt habe ich die auch genommen und wollte die gar nicht haben. Ja, aber gut, ist halt so, die konnte jetzt auch nicht offen da stehen bleiben. Sich der Gegner geholt und dann wäre die ganze Geschichte komplett nutzlos gewesen. Gut, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Ich glaube, das war jetzt auch nur nebenbei so ein bisschen mal. Auf jeden Fall müssen wir dran arbeiten, dass wir vorher besprechen. Oder wieder. Ist ja nicht so, als hätten wir es nie gemacht. Vorher besprechen, wer das Ding nimmt und dann geht's ab dafür. Ja, und dann haben wir auf der anderen Map, auf 643, da auch noch ein bisschen rumgespielt. Eigentlich nur ein Jux gemacht. Da war mir aus Jux gedacht. Ich dachte mir so, pass auf, da unten im unteren Bereich, da seht ihr ja dann später. Ist halt eine Basis, die ist einfach schlecht gesichert. Das ist vom Typen, der wirklich sehr, sehr wenig Gold investiert. Er kann spielen, wie er will, ist ja seine Sache. Auf jeden Fall investiert aber trotzdem sehr, sehr wenig Gold und ein anderer muss ihm immer helfen, muss da Truppen hinstellen, weil ansonsten wäre die Basis weg. Ja, wir haben nochmal aus Jux ein bisschen Zeug raufgeschickt, eine Zeit lang oder so. Jetzt war es aber so, wir hätten die einnehmen können, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn ich der Einzige bin, der da halt jetzt gerade Breders hatte und es war auch nicht wirklich als Einnahme, glaube ich, geplant. Ich habe das, glaube ich, missverstanden. Er wollte nur ein bisschen stänkern und Truppen zerschießen und ein bisschen stänkern, so wie er es dann häufiger macht. Und ich dachte, wir versuchen die jetzt einzunehmen oder so. Bis später ist mir dann schon klar geworden, okay, ich glaube, wir juxen hier nur rum und machen ein bisschen Spaß. Aber früher oder später ist das Ding auch unseres. Ich weiß ja, dass der Kollege das die Basis haben will. Ja, und da würde ich natürlich damit auch mithelfen, dass wir die ihm holen. Und ja, ansonsten gibt es hier auch nicht allzu viel weiter zu sagen. Wie gesagt, ja, ein paar Leute sind raus. Ich meine, wenn das wirklich Spione waren, ich kann es verstehen. Gerade wenn man sowieso schon welche drin hatte, ja, und auch weiß, dass das langsam echt nervig ist. Dann, ja, dann ist man vielleicht ein bisschen schneller dabei, Leute rauszuschmeißen. Aber ich denke mal, er hat seine Gründe. Vielleicht hat er auch wirklich gut möglich, dass er ganz genau weiß, ja, das war so, wie ich sage. Der ist ein Spion und das andere war nur sein zweiter Account. Okay, gut, dann ist das so. Wie gesagt, ich habe mit dem Typen ja selber eigentlich gar nicht geschrieben. Einmal, wenn ich mich recht entsinne, der da rausgeschmissen wurde. Na, und dass der andere deswegen gehen möchte oder jetzt auch wegen dem ganzen Stress, kann ich irgendwie nachvollziehen. Also zumindest wegen dem Stress. Und, ja, aber ich hoffe, er bleibt, wenn er geht, dann geht er. Auch so ist das Spiel, ne. Dann kommen wieder andere Leute dazu und dann bauen wir uns wieder auf. Natürlich haben wir jetzt andere Vorgaben, also es kommen jetzt nicht mehr so viele dazu. Die müssen auch bestimmte Punkte, Voraussetzungen, die natürlich wir auch vorher hatten, aber wir haben eine Zeit lang haben wir es einfach nicht drauf geachtet, ne? Oder haben es mal beiseite geschoben, aber ab sofort wird wieder auf Punkte und auch Basen geachtet und natürlich werden die Leute auch angeguckt, wie was waren deren letzte Kämpfe und so weiter und so fort, ne? Und ja, jetzt sortieren wir uns einfach wieder neu und dann geht's weiter, so wie es halt so ist, ne? So, das war dann eigentlich auch hier.
Mehr allzu viel Neues gab es jetzt eigentlich auch nicht. Ich hoffe, dass ich demnächst mal wieder normale Kämpfe aufnehmen kann. Ja, dann könnt ihr gerne ein Abo hinterlassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn doch, dann danke dafür und danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hoffentlich dann wieder ein normales Kampfvideo. Mal gucken, wie es kommt. Ja, und ansonsten haut rein, bis denn dann. Und ciao, ciao. Ein bisschen Gameplay gibt es noch so und so weiter. Also bis denn dann. Ciao, ciao.